Hallo und herzlich willkommen zur Rückpartie zwischen dem Vancouver 16 mit und dem Superexpert. Die erste Partie hat der Vancouver zwar gewonnen, aber denkbar knapp. Das war dann ein Endspiel mit den entfernten Freibauern. Also auf der Damenseite hatten die beide zwei Bauern. Der Vancouver hat aber einen Freibauern auf der H-Linie und das hat. Ja, das zieht den König halt dazu, zum Bauern hin, weil er den ja stoppen muss. Währenddessen fallen die ganzen Bauern und das ist dann total pleite. So, in dieser Partie hat jetzt der Super-Expert weiß. Ich bin gespannt, wie es Gambit er jetzt mit Schwarz auspackt. Das war schottisch, war das mit C3. Schwarz hat aber D7, D5 gezogen. Also nicht angenommen auf C3 schlägt. Deswegen mal gucken, mal go, go, go. C4 auf C4 ist natürlich jetzt nicht so einfach, ein Gambit zu finden. E7, E5. Ich dachte, ich springe F6 und dann vielleicht C4, E5 oder sowas. Springer C3. Springer F6. Springer F3. Ich meine, kann ja auch E4, ich habe E4 ziehen. Ich habe irgendwie so eine Stellung auf dem Brett gehabt. Auch mit diesem G3, diesem E4. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Mit Weiß. Der stellt den Rekordzeit mit Weiß total pleite. Springer D5. E4. Springer nach. Nach. H4. Läufer C5. Läufer G2. Das tut wohl nicht so viel. D7, D6, alles noch Theorie. Rochade. Läufer E6. D3. Das ist eigentlich nur eine Game-Partie, der die folgen. So, das ist wohl nicht mehr Theorie. Doch. Ach, Springer D5 schlägt. Jesus. Genau, umgekehrt. Das kann ja mal passieren im Eifersgefecht. Da vergisst ja lieber mal, wer welche Farbe hat. So, ich bin mal gespannt, wie. Jetzt müsste die Theorie zu Ende sein, der überlegt jetzt ein bisschen länger. Hallo. Genau, E4 schlägt. Da gibt es einen Doppelbauern im Zentrum. Ob das so negativ ist, glaube ich nicht. Läufer E6. Interessant, dass sie die weißen, die Vancouver-Figuren gar nicht abstoßen. Das sind bestimmt diese. Ich habe da nie nachgesehen. Der ist ein Neoprenmagnete, würde die heißen. Die man so. Die so aussehen wie so Knopfzellen. In größer. Die kann man aufeinander rein zu so einem Stab. Und dass das wohl ist, weil die sind recht stark, die Magnete. Was mich ja gewundert hat, ist, dass Facebook nicht einfach an einer Nummer erkannt hat, dass ich das bin. Aber da kann man ja auch schon so faken, diese Nummer, dass man das auch täuschen könnte. Das sind ja diese Anrufe, die man bekommt. Das sind da gar keine echt existierenden Nummern. Das heißt, es gibt da so Kanäle, die rufen dann diese Nummern zurück und dann kein Anschluss unter dieser Nummer. Das heißt, was auf dem Display bei einem steht, das muss gar nicht die echte Nummer sein. Das wird da manipuliert. Springer F5. Zum Beispiel, wenn da 110 steht, abgesehen davon, warum sollte die Polizei ihre eigene Notrufnummer blockieren für sowas? Zum Beispiel, oder da steht, es will ich die Nummer von Interpol, aber es muss trotzdem nicht Interpol sein. Muss ja immer ein bisschen logisch überlegen. Warum sollen die mich anrufen?
So nach dem Motto. Hier heißt es so schön, trauen Sie niemandem. Ich habe doch gesagt, niemandem zu trauen, so nach dem Motto. Es war doch Interpol. Alleine schon dieser Quatsch. Wenn man ohne Eigenverschulden, wenn man bekommt das Portemonnaie gestohlen oder was weiß ich, warum sollte da irgendwie der Ausweis dann so rein zufällig im Umlauf geraten, dass bei kriminellen Aktivitäten dieser Ausweis verwendet wird? Totaler Quatsch. Ich glaube, die Leute gucken zu viele Filme. Da muss man natürlich Cash Geld überweisen. Da überweisen wir mal 2400 Euro, dann regeln wir das für Sie. Wahrscheinlich muss er sich das Gekicher schon unterdrücken. Schmeißen Sie den Briefumschlag mit den 20.000 Euro in diesen anonymen Briefkasten. Dann in diesen Postkasten, wo auch immer. Da kommen Sie vor wie James Bond oder sowas. Ah, jetzt bin ich in einem Agenten-Thriller verstrickt. Das muss geheim sein, das ist vollkommen logisch nachvollziehbar. Deswegen muss ich das Geld in den Briefkasten reinwerfen. Und geht gar nicht die Kohle. Wo habe ich hier das Geld? Ich habe 30.000, 100.000 Euro gespart. Die 20.000 Euro, die mache ich mal für meine Nichte, die im Gefängnis sitzt, am Weinen ist. Während der Opa sie wahrscheinlich in die Demenz gesoffen hat und deswegen die Kohle dann da reinschmeißt. Ich gehe gar nicht ran bei solchen Nummern. Der hat die ständig von immer der gleichen Nummer angerufen. Aber sagen wir mal so, wenn die einen 30 Mal anrufen und beim 30. Mal ist immer noch nichts auf dem AB, dann ist das eh nicht wichtig. Also wenn ich jemanden versuche anzurufen und ich rufe den 3-4 Mal an und immer geht der AB dran, da sollte ich irgendwann auf die Idee kommen, zumindest zu erwähnen auf dem AB, warum ich überhaupt anrufe. Vielleicht bin ich da schon in den indischen Akzent, habe ich schon keinen Bock mehr. Man könnte ja mal dran gehen, um den zu verarschen, aber nicht mal dafür habe ich Bock. Das kostet mir zu viel Energie, das belastet mich zu sehr. Und was passiert? C6D4. Also leuchtet noch nicht. Deswegen ist das nur der Gedanke, den er hat hier. Ach, der Vancouver ist dran. Guten Morgen, Thomas. Läufer F5 steckt, bringt der was? Läufer F5? Ich habe schon wieder das Pieps nicht abgeschaltet. Ich peitsche und geißel mich. Mal ein Nickelschnittchen, ein Stück abbeißen mit der vegetarischen Wurst. Keine Tiere mussten dafür sterben. Wahrscheinlich unter Drogen gesetzt, haben die besonders glücklich sind, wenn ich sterbe. Endlich werde ich geschlachtet. Meine Bestimmung ist erfüllt. Ich weiß nicht, ob wir das so toll finden würden, wenn es irgendwie eine super intelligente Spezies geben würde, die Menschen züchten und schlachten. Heute gibt es Currywurst aus Menschenfleisch. Das wird die vollkommen normal wie bei uns hier. Schweinefleisch. Für den Lippo müssen ab und zu Tiere sterben. Wenn er ab und zu mal Samstag einen Schnitzel macht. Oder Currywurst. Das wäre König 1 eine Option, um F2, F4 zu drohen. Zum Beispiel. Hm. 100.000 Positionen hat er schon berechnet. Okay, dann machen wir live dabei. B2, B4. Ein Glas grüner Tee, ohne Zucker, ohne Süßstoffe, mit leckerem Veggie-Schnitten-Gedöns.
Ich sehe da keinen Unterschied im Geschmack. Ob ich diese Veggie-Wurst ist oder Mortadella. Vielleicht ist der Mortadella ist auch Fleisch halt, die Veggie-Wurst nicht. Anders, der Rest wird vielleicht der gleiche Krempel sein, nur dem das Fleisch durch was anderes ersetzt wurde. Hinterher ist die Veggie-Wurst genauso ungesund wie die normale. B2, B4. Ja, jetzt muss der Luftwaffe reagieren. Tipp ich mal. Läufer B6, vielleicht kommt er auf Läufer B6 A4, dann A6, A5, Läufer A7. Von der Diagonale kriegt er den eh nicht weg, um F4 zu drohen. Weil wenn weiß jetzt, das könnte ich auf A1 stellen, die gehen ja F2, F4 und dann wird der Springer gefesselt und die Puppe weg. Für den Venko hätte man noch ein extra Modul rausbringen können. Ist ja ein Lernmodul da. Ein Endspielmodul für den Vancouver, für das Lernmodul. Läufer B6. Was hat er sagen? Genau A4 habe ich mir schon gedacht. Man kann auch, man kann auch A5 ziehen. Aber kommt A5 schlägt. Und dann ist ja die Fessel mehr nicht da. Läufer A5 schlägt, F4. Läufer C3, E5 schlägt, Läufer E5 schlägt. Das bringt ja dann auch nichts. Das passierte, was ich heute überhört habe. Ist jetzt noch nicht. Der Vancouver ist dran, er blinkt. Ich blinke, also bin ich. Mein Glas wegbringen. I be back. Was passiert? A7, A5. Ja, darauf kann man jetzt B5 machen. Ach, Malepo. Why you touching with your knee on the tisch? Das war Englisch. Ach. A5 schlägt. Große Five-Konzert ist heute angesagt. Gerade war es ein anderes Lied, jetzt ist es dieses. Random ins Gehirn geschaufelt. Läufer C5. Das ist interessant, er nimmt den gar nicht. Also ist ihm wohl wichtiger, dass F4 verhindert wird. Weil warum soll ansonsten Läufer A5 nicht gegangen sein? Irgendwas muss da wohl gewesen sein, weil Läufer A5 schlägt. Aber damit C3 kann es ja nicht gewesen sein. Läufer A5 schlägt, Läufer A5, Turm A5, damit C3. Wenn der Turm weg muss, F4. Dann werden wir auch für Turm C5 ziehen können. Aber interessant, dass er nicht geschlagen hat. Also muss irgendwie diese Festung gegen F2... ja, durchaus wichtig gewesen sein. Vielleicht wäre auf Läufer A5 schlägt auch Läufer A1 oder so. Wäre wieder nach B6 weggegangen. So sagt er wieder was verhindern. A5, dann Läufer A7. Läufer C8. Okay, die aktivste Spielweise ist das jetzt nicht. Ja gut, B7 wird gedeckt. Was hätte er sonst machen sollen? Da weiß der Lippo nicht, was er sagen soll. König A1. Genau, er zieht jetzt aus der Festung raus. Jetzt tot F2, F4. In diesem Moment. Also wenn Schwarz jetzt, was weiß ich, H7, H6 macht. Also den Bauern einfach. Dann kommt F2, F4 und dann ist ja der Springer gefesselt. Deswegen sollte die Dame wohl jetzt ziehen. G7, G6.
Achso, er greift einen Springer an. F5A6, G8, G7, C2, D2. Okay. Na gut, da muss der Springer gedeckt werden. F2, F4, F5 schlägt, E5 schlägt, E5 schlägt. Ja, was soll das bringen? Nichts. Und der Springer H6 Schach, König G7, der Springer hat ja gar keine Felder. Das wäre schon der Grund, warum ich das nicht machen würde. Der Springer kann zwar nicht geschlagen werden, aber auf Dauer ist er doch weg, wenn man ehrlich ist. Na gut, Springer G4 ist der Springer und Läufer drauf. Also Springer H6 Schach, König G7, dann deckt er ihn sich ab. Dann können wir auch G5 machen zum Beispiel. Greift den Springer nochmal an, wo will er dann hin? Es ist nicht leicht. F2, F4 wieder ziehen. 0,5. Also noch. G7, G6, Springer H6, Schach, König G7, damit D2, Läufer F2 und so weiter. Ich hätte eher gedacht, dass dem Springer die Luft ausgeht. Springer H6, Schach, Dame D2, König G7, Dame D2 und dann G6, G5. Und wieder Springer F5. Okay, dann eben nicht. Demokratie am Kopf rum, wo da gestern das Duschen war. Ich dusche immer auf der Arbeit. Schon lange nicht mehr erwähnt, dass ich immer mein Fahrrad zur Arbeit fahre und auf der Arbeit dusche. So, manche wird das mich schon mal wärmster freuen, das zu hören. Der Lippold setzt einen Festvertrag auf der Arbeit. Festeinstellung, auch das wird manche glücklich machen, das zu hören. Ich will euch ja glücklich machen. F5, H6, jetzt macht das auch. 1,05. König G7. Ja, ist wahrscheinlich dieser Doppel-A-Bauer, den er sich als Mehrbauern schätzt. Die zählen ja nur Material. Das ist wie man, als wenn man beim Mannschaftskampf rumgeguckt hat, wie es bei den Brettern steht oder wo auch immer, bei Turnieren oder whatever. Dann hat man als erstes mal die Puppen gezählt. Wie steht es eigentlich rein materiell? Und dann geguckt, wie steht es denn positionell? Ah, Weiß hat 5 Bauern mehr. Ah, geht einzügig matt, also ist doch nicht so gut. Da hat jemand ein Ohr womit mitteilt. Ich kann es von hier aus nicht lesen, was da steht. Der kennt ja sein ein Muster, ein Gesichtsmuster hier. Dieses Quadrat auf der Kamera, auf dem Bildschirm ist wieder am Rumwandern. Der kennt irgendwo ein Gesicht. Ach hier, Turm, Läufer, Turm. Okay, er muss daneben. Ja, ich muss ja auf E5 nehmen. Was willst du sonst machen? Dass die Puppe weniger? Da muss man was machen. Und dann, das Problem ist ja, der Turm greift die Dame und der Bauer kann aber nicht geschlagen werden, wenn er hier schlägt, weil er durch den Läufer gedeckt. Schon nicht so gut aus. 2,08 plus für den Super-Expert. Was willst du sein? 16 Bit, ich lache über das 16 Bit. Also normalerweise müsste doch die Megahertz-Zahl schon. Er hat 12 Megahertz. Er hat Megahertz-technisch doppelt so viel. Alleine, wenn es schon die 16-Bit-Hardware nicht ist, die den dicken Unterschied macht, dann muss es mindestens die Megahertz-Zahl sein. Der lässt sich halt wahrscheinlich einfach schneller takten. Dieser Roma, der mir angeboten wird, der hat ja 20 Megahertz, dieser 16-Bit. E5 schlägt, jetzt kann die Dame aber nicht machen, was sie will. D6 schlägt. Was macht er da? F1, F7. Turm F7 schlägt. Das sieht doch reichlich bedenklich aus für Schwarz. Ja gut, ich kann schon vor Glück sagen, dass
und Läufer D2 nicht geht mit Damenfang. Turm F7 schlägt, D6 schlägt. Ich würde erstmal auf D6 nehmen. Was spricht denn gegen E5 schlägt D6? Schachgebot hat Schwarz nicht. Also ich würde auf D6 nehmen. Läufer D6 und dann kann man immer noch auf F7 nehmen. Genau, D6 schlägt macht er auch. Weil dann droht ja, nach Turm F7 schlägt, droht er das Läuferschach. D6 schlägt. Jetzt kann er immer noch auf F7 nehmen. Ich glaube, das gewinnt Weiß. Da ist mir schon öfter aufgefallen, dass die 16-Bit-Geräte gar nicht so überlegen sind. Gut, in der Masse der Partien sollte der Vancouver eigentlich gewinnen können, sagen wir es mal so. Also wenn ich ein Turnier machen würde, doppelrundig, mit 8-Bit und diesem Vancouver, diesen 8-Bit-Geräten und dem Vancouver, da sollte der Vancouver eigentlich Favorit sein, mindestens. Dann würde ich wohl den GK 2000, obwohl ich glaube, ich nicht eher Modena mitspielen lassen würde. Modena, Super Expert, Polga. Hier, den Vancouver. Vielleicht der King mit 10 MHz, der King-Element. Aber bei Fidelity habe ich keine großen Optionen. Da kann ich nur den Kish und Chester nehmen. So andere Optionen habe ich da gar nicht, um Fidelity da auch mitspielen zu lassen. Bei Seitig würde ich wohl eher zum Simultano greifen. Das ist für mich so das Beste, was ich davon habe. Wir haben den Renaissance zum Kauf angeboten, aber nur das ohne Modul. Ich weiß nicht, irgendwie ist mir der Renaissance. Ich habe zu schlechte Erfahrungen mit dem Gerät. Deswegen, so kaufen würde ich den nicht. So Wink mit Zaunfall mäßig. Minus 3,3. E8, G8. Ja, Läufer G7 wollte so verhindert werden. Dann macht er doch gar keine schlechte Figur. Was ist mit. Gar keine schlechte Figur. Hier, der. Hier, also nicht gesehen. Was ist mit H2, H4? Dame schlägt G3, Läufer Schach. Dann muss er nach H5, da kommt Läufer F3 Schach. Ist er nicht schon total pleite? Was machst du denn auf H2, H4? Greift die Dame an, die muss ja irgendwas machen. Dame E3 geht ja nicht wegen Läufer D2. Dame D8 kommt auch Läufer Schach. Ach, leider nicht. Läufer D2. Vielleicht macht er einfach auf Läufer E3 dann F4. Da kommt doch einfach Dame G3, dann kommt hier Turm F3, dann hat er Dame H4 steht Schach. Minus 3,69, Läufer E3, C2, C7. Was dann erstmal Turm schlägt H7 matt droht. Turm H8, C7, C3. Okay. Läufer D2 mehr steht hier nicht. Also Läufer E3 muss ja die Festung erstmal, also die Festung, ja, neutralisieren. Jetzt damit C7. Droht Dame H7 matt, Turm H7 matt, Turm H8 deckt das ab. Hat dann Dame C3, warum geht dann Läufer D2 nicht? Ach, dann droht Dame G7 wieder Schach, aber es ist ja kein Matt. Pff. König H5, Läufer Schach, ja. Läufer F3 Schach. Läufer G4 und so weiter und da liegt, wo kriegst du mal Kopfschmerzen. Da bin ich nur zum Spaß hier, ich kriege nicht wirklich Kopfschmerzen. Und ich habe eben keinen Bock, so tief zu rechnen. Ich habe hier. Das ist meine Freizeit. Da kann ich euch eben was erzählen. Ich kann mal ablesen, was hier steht. Das ist viel einfach. Läufer E3. Dame C7. Turm 8 deckt das ab. Dame C3. Läufer D2. Mehr steht hier nicht, oder was? Läufer D2. C3, H8. Ach so, da auf H8 hängt der Turm. D3, D2, E3.
Trommel. Der Lipo muss schon abends mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und arbeiten. Sonst ist er eine fette Wampe. Der isst zu viel. Er isst zu viel und isst zu gut. Damit, Sisibel Lipo, du hast mit deiner Quatscherei den Signalpiepston überdeckt. Das gibt hier 7 Nackenschläge. Läufer C3. Ja, der Turm kann er nicht weg. Weil sonst ist matt. Hängt aber einzügig. Das nicht so gut ist. Minus 5,63. Wow, das gibt die Revanche des Super-Expert. Erstaunlich. Ein 6 MHz 8-Bit-Gerät. Und er hat, ja, vielleicht muss man ab dieser Programmstruktur vom Vancouver, vielleicht muss der schon 32-Bit haben. Oder ein paar MHz mehr auf der Pfanne. Wie die, wie macht, wer ist der, macht 3 dieser 16, nämlich, ja, macht 3 ist auch ein 16-Bit Fidelity. Oder Avantgarde 2. Die haben ja 16 MHz. Dass man das deswegen gemacht hat, weil 16-Bit reicht nicht. Deswegen ruhig diese 4 MHz mehr. Also als 12 von dem wie der hier. Hat man überhaupt irgendwelche Gegenchancen? Läufer G4? Gibt man da die Qualität? Läufer G4? Dann wird einfach Turm schlägt B7 kommen. Droht ja wieder Turm H7 schlägt Schach. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar matt geht am Rand. Da sieht so mattig aus, wie der König da steht. Das ist auch sowieso sehr, sehr defensiv gespielt von Schwarz. Während Weiß durchaus aktiver gespielt hat. Der Vancouver kann ja nicht fassen. Das ist doch nur 8-Bit. Was ist denn los hier? Wat und hat und hat. Im Regal da vorne sehe ich diesen Wechselfilter von meinem fantastischen Arctic Air. Jetzt haben sie im Fachmarkt, war ich letztens, da haben sie so eine dicke, fette Version davon für Hirschen runtergesetzt. Ja, die bringen doch nichts, das ist doch ein Luftbefeuchter. Ich glaube, normalerweise eine Klimaanlage, die muss die Luft aus dem Raum rausholen, nach draußen pusten und von draußen Luft reinholen. Mit der, die den Raum dann kühlt. Aber nicht aus dem Raum in die Luft raus, in den Raum reinpusten. Turm E7. Ich dachte eher, Turm B7 schlägt. Das droht wieder diese Mattgeschichten. Turm B7 schlägt, droht wieder Turm H7 schlägt. So dachte der Satellit, wo sich das wenigstens. C8. Also ich hätte Turm B7 schlägt gemacht. Turm B7 schlägt. Ach, der Turm war angegriffen auf F7. Okay, hätte ich es doch nicht gemacht. Aber warum geht Läufer G7 Schach nicht? Läufer G7 Schach, König H5, Läufer F3 Schach. Na gut, kann man Läufer G4 ziehen. Turm AC8, Läufer G7, König H5, E7, E6, C8, C7. Also er will Turm AC8 ziehen. Darauf von Läufer G7 Schach. Achtung, Turm AC8. Darauf stand hier Läufer G7 Schach, als ja eine König H5. Dann wird der Läufer geschlagen, dann schlägt er hier und dann kommt Läufer F3, G5, G4. Ach, die Dame muss ja dazwischen, F3, G4. Da muss er mit dem Finger sozusagen. Achtung, Achtung! Ich zeige mit Finger in Luft, nicht gucke nach oben, zu hören. Attention, attention, please. Listen to me. I am Lipo. Ja, interessant. Das sind 30 Minuten Partie, also keine Blitzpartie oder so. Ja, vielleicht ist in der Turnierpartie wieder anders. Ich habe den gegen den Polgar mal eine Turnierpartie spielen lassen in Vancouver. Da hat der Polgar gar nicht so gut ausgesehen.
mit verschiedenen Rochaden und dann ist er so eingegangen. Aber dafür müsste ich schon Urlaub haben. Ich schaffe es einfach nicht mit dem Streaming nicht, den Stream zum Laufen zu bringen. Da hatte ich einfach eine scheiß Internetleitung. Also angeblich, wenn ich diesen Test mache, kann ich keine Ahnung, Stream und dies und das und Ananas. Per Internetgeschwindigkeit, aber irgendwie scheint das wohl nicht zu funktionieren. Aber wer guckt sowas dann auch? Würde ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich den Stream überhaupt angucken würdet. Wo will er jetzt hin hier? Läuft er nach? Ach, da wird geschlagen. In seiner größten Not war der Läufer tot. Zack, zack. Und jetzt kommt der Läuferschach. Und dann muss die Dame dazwischen ziehen, deswegen funktioniert das. Das Problem ist ja jetzt, die Dame muss ja dazwischen. Das Problem ist, dass der Turm hier auf der 8 noch hängt. Und dann ist es ein ganzer Turm weniger. Wenn der Turm nicht auf der Grund 3 stehen würde, dann würde der Turmschach, weil wir auf B3, würde der Turmschach gehen, König G2, Turm hat. Aber der Turm steht auf der Reihe Grund. Der hat einfach Turm C8 ziehen. Also man kann natürlich nicht einen Läufer nehmen. Obwohl Weiß ist ja am Zug, Lippo. Achtung, Achtung, Weiß ist am Zug. Nochmal das Gehirn durchkneten hier. Zurücklehnen, zärtlich gähnen. Läufer nach. Oh Schreck, der Turm ist weg. War das denn sein Lebenszweck? Einfach hier so weg zu sein. Zack. Ja, ist jetzt hier. Ich glaube, jetzt kann man beinahe schon User-Entscheid machen. Was hat Schwarz? Schwarz hat 4 Bauern. Und Weiß hat 4, hat 2 Bauern mehr. Und dann noch den Turm. Turm 2 Bauern mehr. Das ist ein bisschen eine Menge Holz. Boah, kann ich nehmen auf G4. Also das günstigste wäre, dass wenn Schwarz den Läufer nimmt. Weil dann ist die Bauernstruktur auch noch wieder repariert, zumindest am Königsflügel. Ja, interessant. Schwarz kann doch nicht einfach nichts machen. Indem, sagen wir mal so, wenn die Dame für Nüsse fällt, ist auch schlecht. Dann hat er sogar Turmläufer mehr. Also er muss diesen Läufer, der die Dame fesselt, muss er schon kriegen. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie so ein Endspiel-Szenario gibt. Da muss ja schon, keine Ahnung, Weiß sich in Blödheit suhlen. Dass das irgendwie dann das Endspiel gibt, hier mit Läufer gegen König oder so. So, jetzt will er aber doch nehmen. Ich will deine Dame, yeah. Ist doch überhaupt nicht schwer. Jodel, 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 ey. So. König schlägt D4. König G2 könnte ich mir vorstellen. Lippo, das kannst auch nur du dir vorstellen. Turm E7. Ja, zumindest weiß der Vancouver, dass es total hoffnungslos wäre, jetzt den Turm zu tauschen. Ist aber auch so hoffnungslos. König G2, 8,25. Man hätte auch Turm H7 schlägt machen können. Achtung, König hat, der doch Turm H7 schlägt, droht König G2 und H3 matt. Was machst du denn auf Turm H7 schlägt? Dann machen wir irgendwas. Läufer A7. König G2. Dann droht schon H3 matt. Da geht sogar schon zwingend matt. Weil auf Turm H7 schlägt, sehe ich jetzt keine irgendwelche Möglichkeiten hier. Der König hat ja. Der König hat ja keine Felder. Also ein Turmzug oder ein Läuferzug kommt. Oder was weiß ich. Ein Bauernzug, whatever.
Ja, Turm H7 schlägt wunderbar. Droht König G2 und dann ist das der Ofen aus hier. Und der Superexpert gewinnt tatsächlich gegen den Benko. Deswegen bin ich so der Ansicht, dass das 32-Bit das Mindeste ist. Oder eben die Megahertz-Zahl rauftakten, wie dieser Roma 20 Megahertz, aber es ist dann immer noch der Roma. Ich glaube, bei den Schachcomputern gegeneinander macht das gar nicht so viel. Obwohl, ja. Ich habe bei den Roma 2 spielen lassen, das 8-Bit-Turnier. Da war nur der MM1 schlechter. 3 Remis hat er, glaube ich, geholt, der Roma 2 gegen MM1 haben die sowieso alle gewonnen. Und den Rest hat er verloren. War also kein gutes Turnier für den. Aber MM4 hat brilliert. Die haben mit GK 2000 den ersten Platz geteilt. Das war interessant. D6, D5. Da musst du einfach König G2. Ach, dann ist E4 schlägt und dann hat er wieder die Felder. Läufer F2. Okay. Ja, jetzt muss er Material spenden, um das Matt zu verhindern. Turm B3. Läufer G3, Turm G3. Ich dachte eher König G2. Ja, kommt Läufer steht G3 und H3 ist ja kein Matt, weil er F4 hat. Also allmählich können wir zu einem Punkt kommen, wo User Anscheid ist. Minus 10,6. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen abwarten, ob das irgendwie matt wird. 12,24 B1 F1. Turm F1 droht auf Läufer G3 schlägt, ist es trotzdem H3 matt. Auf H3 Schach würde ja König schlägt G3 kommen. Deswegen ist das kein Matt. Turm F1. 14,62. Da will ich mal User-Entscheid machen. Also interessant. Der Superexpert gewinnt diese 30-Minuten-Partie gegen den Vancouver. Matt in 2. Oh, das hatte ich vorher gar nicht gesehen hier, dass der Matt geht. Da müssen wir uns den Rest auch ansehen. C8, C6, König G2 und dann. C8, C4. Minus 10,07 ist doch kein Matt in 2. Schade. Hätten wir noch abwarten können, ob das Matt wird. Ja, jetzt fährt der Läufer und dann hat er Turm Läufer weniger. F1, F2, 23 plus. So, ich sag mal User-Entscheid. Das ist gelaufen hier. Ja, und gleich der Super-Expert tatsächlich aus. Damit müssen wir eine Entscheidungspartie ranholen hier. Wenn die Remis ist, geht die Remis aus die Session hier. Vielleicht verliert der Vancouver sogar, man weiß ja nie. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.